Was geht ab? Der echte Black Panther ist wieder am Start, wieder mit einer neuen Real-Life-Story, mit einem Gast. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Video, was wir heute gemacht haben. Stell dich mal kurz vor. Ja, hey Leute, ich bin Nils 180 Grad, aka Real, aka The Hope Dealer. Vom Dope Dealer zum Hope Dealer, denn ich bringe jetzt anstatt Kilos, bringe ich jetzt Hoffnung in die Nachbarschaft. Und ja, in diesen Videos, in dem Interview, was wir hier gemacht haben, da geht es nicht um mich. Ich will mich hier nicht selbst darstellen. Ich bin nicht stolz auf die Sachen, die ich gemacht habe. Es geht mir darum, um euch zu zeigen, um euch zu sagen, wer mein Leben verändert hat. Und das ist kein anderer gewesen als Jesus Christus. Dieser lebendige Gott ist in mein Leben gekommen, hat mich verändert. Alle Ehre sei ihm, nicht mir. So, und das möchte ich erstmal hier klarstellen. So, deswegen mache ich das. Nicht, um einfach von meiner kriminellen Vergangenheit zu reden, sondern um euch eine Message zu bringen, die Leben verändert, die mein Leben verändert hat und auch dein Leben verändern kann, wenn du bereit bist, dein Leben in seine Hände zu geben, in Jesus Christus Hände. Ja, ich habe einen YouTube-Kanal, Real Talk, nichts als die Wahrheit, und würde mich freuen, wenn ihr den abonniert, wenn ihr mit da drauf kommt. Da wird es auf jeden Fall Wahrheiten geben, Real Talk wird dort gesprochen, da werden Musikvideos kommen, denn ich mache auch wieder Rap, ich mache wieder Musik unter dem Rappernamen Real. Warum Real? Weil vorher hat man 1000 Masken aufgehabt. So. Und jetzt vor Gott sind alle Masken gefallen. Man kann der sein, der man wirklich ist, authentisch. Und besucht auch oder abonniert auch, folgt mir auch auf meinem Instagram Nils 180 Grad. Auch da kriegt ihr viele Impulse. Gott segne euch. Danke dir, ich fange auch jetzt direkt an. Ja, ich würde einfach gerne, bevor wir das Interview anfangen, nochmal beten. Gerne, ja. Ja, lieber Vater, ich möchte dir danken für diese Möglichkeit, deinen Namen groß zu machen. Bitte verherrliche du dich in diesem Interview. Segne die beiden Brüder hier, segne das Format, was er hier anbietet, und segne seine Familie. Segne auch den Bruder hinter der Kamera, segne auch seine Familie, oh Herr. Ja, und mach du dich einfach groß. Ich möchte mich hier nicht selbst darstellen. Es geht um dich. Du hast diese Geschichte mit mir geschrieben. Du hast mein Leben verändert. Du hast mich aus dem Dreck rausgezogen. Und du hast meine Seele gerettet. Und dafür danke ich dir vom Herzen. Und ich bitte dich, dass du auch die Herzen öffnest für die Brüder hier und für jeden, der dieses Interview hört. Dass es noch eine andere Alternative gibt als Straße und solche Sachen. Dass du die Medizin bist. Dass du wirklich hilfst und Seelen rettest und ewiges Leben schenkst. Und dafür loben und preisen wir dich in Jesu Namen. Amen. Das war das ein sehr, sehr schönes Intro. Genauso lassen wir das. Ich begrüße dich. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Dankeschön. Wie gesagt, du hast ja auf jeden Fall eine sehr interessante Biografie und auch eine sehr facettenreiche, würde ich auch sagen. Ja? Mhm. Wenn man sich dein Leben anschaut, hat man das Gefühl, okay, der hat irgendwie ein Leben gelebt, als wäre er in GTA drin. Mit Bones hast du irgendwann mal gerappt. Ne? Dann hast du dich nach Kolumbien verlaufen. Das Interessante ist jetzt auf jeden Fall, wenn wir uns dein Leben anschauen, dass du stückweise Leuten erklärst, wie du dorthin gekommen bist. Mhm. So, weißt du, im Titel werden die Leute jetzt schon gesehen haben, okay, im Kokaingeschäft, im Knast Kolumbien, so eine Sachen, aber dass du wirklich jetzt versuchst zu erklären, wie bist du eigentlich aufgewachsen und wie hast du dich dorthin verlaufen, wenn man das so sagen kann. Ja. Also, meine Story geht anders los als wie von vielen, die man auch zum Beispiel bei dir im Format gehört hat. So, ich kann nicht sagen, dass ich aus einer armen Familie komme oder aus einer Familie, wo es Gewalt gab. Ich komme aus einer gut bürgerlichen Familie. Weder arm, weder reich, aus einer kleinen Stadt Flensburg im Norden von Hamburg. Und ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ich bin Einzelkind gewesen und meine Eltern haben wirklich all ihre Liebe in mich reingesteckt. Bei mir war es wirklich so, ich kann sagen, bei mir in meinem Leben gibt es keinen anderen, der die Schuld hat für den Weg, den ich gegangen bin. Ich alleine habe die Schuld dafür. Und irgendwann mit 14 bin ich angefangen zu kiffen, und bei mir auf der Schule haben sehr viele angefangen zu kiffen und ich habe an der Schule angefangen zu verticken, und das war so mein Startschuss auf der schiefen Bahn. Und wie würdest du den Schritt dorthin beschreiben, wenn ich das so rausgehört habe? So, bei dir mangelt es ja nicht an finanziellen irgendwie. Du hast keine finanziellen Probleme gehabt, wie gesagt, aus einem guten Elternhaus kommst du. War das so damals, du hast einfach angefangen zu ticken, weil du dachtest, okay, du wärst cool, wolltest irgendwie Anerkennung haben, oder
Was würdest du sagen, was war jetzt der Grund dafür? Ja, das gab so mehrere Punkte, die sich vermischt haben, würde ich sagen. Also ich bin, seitdem ich 10 Jahre alt bin, bin ich so auf diesen Hip-Hop-Film gekommen. Ich habe Snoop Dogg damals gesehen, 1993 mit What's My Name und bin voll in den Hip-Hop rein und habe natürlich diese ganzen Idole gefeiert, ob Snoop Dogg war, ob es Tupac war, all diese. Und du hörst natürlich in diesen Songs auch von diesen ganzen Sachen, die sie machen, ne, wo halt auch dieser Gangster-Shit auch wirklich so verherrlicht wird. Und habe dann auch die entsprechenden Filme dazu geguckt, etc. Und ich war schon immer ein Draufgänger. Also auch da, ich war immer ein Problemkind, auch wenn ich aus einer, ich sag mal, gut bürgerlichen Familie komme. Es gab immer Probleme in der Schule. Ja. Es gab immer Anrufe zurück nach Hause und so. Also ich habe da immer schon mal eine Probleme gehabt, Schlägereien auf dem Schulhof. Ich war immer ein Draufgänger. Ich glaube, das war so eine Mischung aus Musik, aus den Sachen, die man gehört und gesehen hat. Aber auch einfach diese Abenteuerlust, diese Adrenalin und auch noch vielleicht ein bisschen Naivität. Das war einfach am Anfang so, ja, guck mal, wenn ich jetzt ein bisschen vertick, kann ich mein Gras selber, so das, was ich rauche, kann ich selber bezahlen und so. Es war noch nicht so diese heftige Ambition, die kam dann erst kurze Zeit später. So. Okay, dann machen wir auch direkt weiter. Das heißt, du warst ein Kleindealer, aber jetzt gar nicht mit dem Ziel, okay, ich will so dick Geld machen und einfach, okay, vielleicht kann ich mein Gras, was ich selber kiffe, irgendwie finanzieren. Ja. Und wann kam dann wirklich diese Ambition, dass du gerade hast, okay, ich will damit Kohle machen? Ja, das war auch kurz danach, so mit 16, 17 fingen wir dann an, auch harte Drogen zu nehmen. Mhm. Da ging es dann auch los mit heftigen Partys so. Ja. Teilweise sind wir da auf irgendwelche Festivals gefahren, wo das dann so 2-3 Tage irgendwie Party war, haben uns da Pillen eingeschmissen und Amphe, Kokain, haben selber auch viel konsumiert so. Und mit 16 sagtest du, ne? Ja, so 16, 17. Krass, ja. Und dann, um diesen Lifestyle auch einfach zu finanzieren, fing ich dann an, diese bunten Tabletten auch auf den Partys und in den Clubs zu verteilen so, ne? Und zu verticken. Und das ging dann plötzlich ganz schnell. Teilweise bin ich da manchmal mit 500 Dingern reingelaufen so, an einem Abend. Und dann hat man angefangen, schon Geld zu machen und dann ging das so los, dass man mit 18 schon selber Fahrten gemacht hat und war dann hier in den Großstädten und teilweise schon über der Grenze in Holland und so. Bevor wir dazu kommen, wie würdest du die Situation beschreiben so? Mit 17 verdienst du, wie ich das raushöre, so eigentlich hast du gut Geld verdient. So würdest du beschreiben, hat das schon irgendwie angefangen, was in deinem Kopf zu ändern, dass du gemerkt hast, Digga, beschreib mir das, was das macht, wenn ich merke, okay, mit 17 diese harten Drogen sich da reinzupfeffern, Kokain zu nehmen, das ist ja nicht üblich in dem Alter. Ich kann mich auch noch, wenn man noch mal ein bisschen zurückgeht, an eine Situation erinnern, da war ich vielleicht gerade erst 11, 12. So. Da habe ich mitbekommen, dass also mein Vater wurde gekündigt, so einfach so. Und er hatte sehr, sehr heftige Existenzängste, so uns als Familie durchzubringen, so, weil plötzlich keinen Job mehr hatte, etc., etc. Und da habe ich mir so gesagt, ich will Millionär werden. Ja. Ich will niemals Geldprobleme haben. So. Gesehen durch das Drogenverticken so, dass man auch schnell, leicht Geld verdienen kann. Und ja, habe dann so meine ersten Tausender verdient, habe die dann so in meinem PC versteckt, das Geld. Ich habe ja immer noch da zu Hause gelebt. Ich konnte das meinen Eltern ja nie irgendwie zeigen. Ich musste ein Doppelleben führen, noch über die ganze Zeit über. So, und ja, das hat heftig was mit deinem Kopf gemacht, weil du einfach gedacht hast, warum soll ich jemals normal arbeiten, wenn ich ein Tausender an einem Abend mache? So? Wozu? Das macht, und das ist noch viel schlimmer geworden denn irgendwann so, diese Einstellung. Ja. Genau. Und du sagst ja, deine Eltern haben die zu dem Zeitpunkt nichts mitgekriegt? Sie haben mitbekommen, dass ich Drogen genommen habe, weil da habe ich auch keinen Hehl draus gemacht. So, wir saßen bei mir oben, haben teilweise Bon geraucht und ganz respektlos so einfach. Ne? Ganz so. Meine Eltern mussten sehr viel mitmachen. So. Da habe ich mich auch wirklich so schon 1000 Mal dafür entschuldigt. Und wir haben jetzt ein sehr, sehr gutes Verhältnis. So. Das ist sehr wichtig. Genau, also die haben nicht mitbekommen, dass ich getickt habe. So. Ich weiß, irgendwann so mit 18, 19 hat meine Mama bei mir in dem Computer da irgendwie 15.000 Euro gefunden. Und das, da weiß ich noch, es gab mega Ärger und ich habe dann noch irgendwie so Geschichten erzählt, ich musste das für irgendwelche Leute aufbewahren und etc. etc. Ne? Und irgendwann war es mir dann auch mehr und mehr egal. Das Gewissen stumpft halt einfach ab. So, ja. Es war mir dann nachher egal. Ich habe mir dann einfach dann plötzlich diese heftigen Sachen gekauft. So ein Hugo Boss Mantel für 3000 Euro. Und dann die, Schmuck, dies, das. Und habe dann auch da nicht mehr drauf geachtet. So, was wie würdest du genau jetzt so eine Situation in deinem Umfeld beschreiben? So, warst du mit denselben Leuten oder hat sich das auch geändert dementsprechend? Also,
Ich war mit ein paar Leuten immer. Genau, hast du auf dein Umfeld nochmal zu sprechen kommen, inwiefern sich das geändert hat. Du hast ja gesagt, du hast ein paar Freunde, mit denen bist du immer gewesen. Ja. Mich würde auch interessieren, wie die das Ganze auch beobachtet haben, wie die deinen Wandel dann auch gesehen haben. Ja, also einige von denen waren mit auf der gleichen Spur wie ich so, haben voll mitgezogen. Und ein paar haben das sich angeguckt und haben auch versucht, dann immer ein bisschen zu drosseln. Aber ich war nicht zu drosseln. Ich war auf der Überholspur und habe Vollgas gegeben. Ach krass, das heißt, da kamen auch ein paar Freunde auf dich zu, haben gesagt, ey, hör mal zu, Nils, so, das ist ungesund, das ist keine gute Richtung, in der du dich bewegst. Auf jeden Fall. Okay. Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten hat sich das, wie es halt so ist in diesem Spiel, ne, verändert sich auch viel das Umfeld. Man lernt neue Leute kennen und dann sind ja auch später die Geschäfte größer geworden. So von wirklich von damals 10er Packs dann auf 100er Beutel so und ja, dann auch ganz schnell auf Kilos und da haben sich dann auch die Leute, mit denen man zu tun hatte, haben sich, das Umfeld hat sich da verändert, so, ne? Auf jeden Fall. So, ich würde auch sehr sagen, hast du das Gefühl, dass man irgendwann auch diesen Bezug verloren hat, dass du merkst, okay, du verdienst jetzt Geld, sehr, sehr viel Geld, also da noch nicht. Massenweise? Da zu der, also zu der Anfangszeit noch nicht so. Da, okay. Also auch als ich da in den in Kilobereich verkauft habe, ich hatte da eigentlich einen sehr guten Bezug zu Geld, auch wenn man da hier und da jeden Tag draußen irgendwo in Restaurants gegessen hat und sich gute Klamotten gekauft hat. Aber ich habe das immer zur Seite gelegt und habe da wirklich auch andere Visionen mit gehabt. Ja. Okay, ist wirklich interessant. Du sagst ja auch so, das war für dich auch irgendwie auch eine Frage von, warum sollte ich aufhören? Du verdienst viel Geld, denkst du, okay, warum soll ich jetzt irgendwie normal arbeiten gehen? Also hast du zu dem Zeitpunkt auch irgendwie irgendwann beabsichtigt gehabt, zur Schule zu gehen, zu studieren, oder dachtest du dir, nee, dieses Scheiß läuft so gut, ich ziehe das hier auch so durch? Ja, das, ich bin ja diese beiden Spuren gefahren. Ich habe wirklich dieses Doppelleben gelebt. Mhm. Ich habe sogar mein Abi gemacht. Ja. Auch zwar richtig Rotz, ne, aber ich habe es geschafft mit Ach und Krach so. Und nach dem Abi bin ich dann nach Hamburg gezogen, von Flensburg nach Hamburg gezogen. Da war ich 19 und habe dann einen kurzen Cut gehabt mit dem mit der Tickerei und so. Und ich war immer ein guter Kicker. Ich war ein richtig, eigentlich kann man sagen, großes Sturmtalent. Ja. So, ich habe in den besten Flensburger Clubs gespielt, bei ERTSV Weiche, bei Flensburg 08 und bin dann von Viktoria Hamburg bin ich dann geholt worden, habe da ein Jahr lang in der Oberliga gekickt, hatte einen Vertrag und habe dann zu der Zeit in Hamburg gelebt und da hatte ich so ein bisschen so einen Cut von der von dem ganzen Spiel, von dem ganzen Sachen und was würdest du sagen, woran lag das, wo, dieser Cut? Ich habe den Fokus wirklich auf Fußball gelegt. Ich wollte wirklich auch im Fußball was reißen, aber ich war zu dumm. Ich habe einfach den Fokus eher auf Drogen verkaufen und auf Party machen und auf Rap ging dann ja auch irgendwann los. Habe ich das dann so gelegt, obwohl ich im Fußball auch hätte was reißen können. So. In der Oberliga, ne? Sagtest du auch, ja. Ja, war vielleicht mehr drin, aber du weißt, wie es ist, ne? So, das ist, es sollte nicht sein. Gott hatte einen anderen Plan mit mir, ne? Auf jeden Fall. Okay, jetzt sind wir in Hamburg angekommen, du warst so 19, 20. Das war auch die Zeit, wo du mit Bones und so angefangen hast zu rappen. Kurz danach. Kurz danach. Also ich habe immer, so seitdem ich 16, 17 war, aus Spaß, haben wir angefangen zu freestylen, zu rappen. Ich war ja schon immer Hip-Hop, seitdem ich 10 Jahre alt war, habe ich ja schon gesagt, so. Und, ja, denn irgendwann mit 18, 19 hat man die ersten Texte selber geschrieben und aufgenommen mit ein paar Jungs aus Flensburg, hat da Bootlegger-Style Mixtapes auf den Straßen weggehauen, so an die Leute verteilt, hat man sich auch in Flensburg und Umgebung schon auch als Rapper einen Namen gemacht, auch vielleicht schon in Hamburg der ein oder andere kannte einen und dann habe ich Lukas Lucky, damals, oder immer noch von Hamburg Crime, der das Label führt, damals Yentown Crime. Er hat, wir haben uns auf dem Splash kennengelernt. Und ja, wir sind im Kontakt gewesen und dann kam das zu der Zeit, dass er mich auf das Label geholt hat, nach Jenfeld, auf Yentown Crime. Und zu der Zeit hat er auch halt Bones auf dem Label gehabt und Safir und noch ein paar andere Jungs, so aus Jenfeld, Karim und Kane und ja, auf jeden Fall liebe Grüße an all die Jungs. So. Krass, sehr interessant zu sehen, in was für eine Richtung sich das heute alles entwickelt hat. Wenn man schaut, wo Bones und die Jungs sind und du, dein Weg ist wirklich sehr, sehr krass. Ja, also die haben auf jeden Fall ihr Ding gemacht und ich gönne denen das vom ganzen Herzen. So. Ich weiß auf jeden Fall, die haben da sehr, sehr, sehr viel Arbeit und Herzblut reingesteckt. So. Und dafür haben sie jetzt das, man sagt ja, was man sät, das erntet man. Und die haben, was das angeht, viel ausgesät und ernten jetzt dafür die Früchte. So auf jeden Fall. Ihr seid aber immer noch cool heute miteinander, ne?
Auf jeden Fall, also ich ist überhaupt gar keine Sachen so zwischen uns, einfach der Kontakt ist nicht mehr da, weil man einfach einen ganz anderen Weg gegangen ist. Ja. Ne? Ich weiß, das letzte Mal habe ich mit Bones telefoniert, das war so 2016, habe ich ihn gratuliert für den Durchbruch da, so, den die mit Palmos Plastik hatten. Mit Gaso habe ich ja, vielleicht alle 2-3 Monate mal einen kurzen Austausch und man schickt sich mal eine Nachricht oder so, aber es ist nicht viel. So. Ja. Aber mit Lukas, also mit Lucky, ist immer noch einer meiner Besten, so, mit denen ich viel Kontakt habe und bei dem ich auch immer so bin, wenn ich in Hamburg bin. Ja, bei Jam Beats, jetzt ja, komme ich ja gerade her, bei Jam Beats, also bei dem Produzent, der ja auch den Sound letztendlich von 187 geprägt hat, so, bei dem war ich gerade im Studio. Ja, ja, da kommen wir schon noch hin, das ja, ist komm, ja nochmal. Da kommen wir einfach um, schon sagtest du, noch ganz kurz so. Ja. Aber würdest du damals so noch ganz kurz das Verhältnis zwischen euch beschreiben, so damals im Label so? Ja, also sehr cool. Wir haben, das war ja noch voll Straße und voll raw, also wir haben ja noch kein Geld damit verdient. Also das heißt, ich habe zu der Zeit dann wieder mein Geld gemacht mit dem Hustlen. Ja. Ich habe wieder angefangen, Drogen zu verticken. Und da ging es dann richtig los, wo ich richtig angefangen habe. Ja. Und da kommen wir auch gleich dazu. Und haben die anderen was mitgekriegt, so aus die Bones, so ja, den Weg, den du gemacht hast? Natürlich, die haben alles mitbekommen. So. Wir haben auch keinen Hehl draus gemacht. Wir waren ja, wir waren cool miteinander so. Die Jungs, die waren ja auch auf ihre Art und Weise Straße so, auf jeden Fall. Und wir haben, es ging aber, wenn wir dort waren, ging es um Rap. Nur mal, so, ja. Wir haben Musik gemacht und haben gechillt so und haben unser Ding gemacht. Einfach so. Ja. Jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, wo du sagst, okay, du hast dann richtig angefangen. So, was meinst du dann damit? Ja, also es gibt eine Anklageschrift, wo sie die Polizei versucht hat, mir was anzuhängen. Und da steht halt drin, dass ich ein, sie behaupten, ich hätte einen Drogenring geleitet über Jahre in, und die Stadt Flensburg und Region mit Gras und auch mit Koks und mit Amphe und so ja, zugeschüttet. Das ist so das, was mir... Das ist das, was dir vorgeworfen wurde. Und weiß man, wie man drauf gekommen ist? Ja, weiß man. Und zwar gab es einen Typen, ein Kurde, ich werde jetzt seinen Namen nicht nennen, aber mit dem bin ich jetzt cool so, der hat aus Duisburg, er hat zu der Zeit in Duisburg gewohnt, ist auch ein Flensburger, hat aber zu der Zeit in Duisburg gewohnt und hat dann auch immer so ein paar Keys hochgebracht. Und wurde dann auf der Autobahn nach Flensburg, wurde erwischt mit 2 Key. Und um sich wahrscheinlich ein bisschen besser darzustellen, um Erleichterung zu bekommen, was ja eigentlich, wir wissen alles, Quatsch, so, weißt du, wer singt, so, der wird auf jeden Fall keine Erleichterung bekommen, weißt du. Und er hat meinen Namen genannt. Er hat gesagt, okay, der dicke Fisch dort in der Stadt, das ist dieser Dirty. Das war mein alter Rappername und auch mal der Name, wie alle mich auf der Straße genannt haben, Dirty. So. Das war der Dirty. Und ab dann ging es richtig los. 24/7 Observationen, Telefone abgehört, Autos verwanzt, von meinem Apartment dort in Flensburg, immer Zivi-Wagen, dies, das. Also. Zu der Zeit habe ich natürlich schon die Sachen so gemacht, dass ich wusste, wie man arbeitet und bin dann, ich wurde in Deutschland noch nie mit einem einzigen Gramm erwischt. Das heißt also, die ist auch wenn es oftmals sehr knapp war. So. Also das heißt, ist dir auch aufgefallen, dass du da observiert wurdest zu der Zeit? Voll. Okay. Wir kannten ja, in Flensburg ist eine kleine Stadt, so, wir haben immer den Abstecher gemacht und haben dann geguckt, welche Zivi-Wagen, welche Nummernschilder und so. Wir kannten die alle so. Genau. Und ja, dadurch ist es gekommen, dass die dann darauf auf mich gekommen sind, so, aber da er niemand war, der direkt von mir gekauft hat oder solche Sachen, ja, kam das nicht durch, ne? Und es waren ja einfach nur Behauptungen. So. Ja, das heißt, die Sache wurde auch fallen gelassen. Es wurde fallen gelassen. Ja, du sagst ja auch, okay, in Deutschland wurdest du irgendwie nie verurteilt oder irgendwie. Ich wurde nie verurteilt, also zumindest nicht wegen Drogenschmuggel oder wegen Drogenhandel oder so. Wegen Schlägereien und solchen Sachen schon, aber ja, nie wegen Drogenhandel. Okay, nie in Deutschland. Okay, jetzt kommen wir auch zu dem Schritt nach Kolumbien. Ja. Wie kam der eigentlich zustande? Ja, ich habe mit 23 über MySpace, da gab es noch nicht MySpace. Mal, ja, da gab es noch nicht mal Facebook. So alt bin ich schon. Da habe ich meine erste kolumbianische Freundin kennengelernt. Und ja, wir haben uns immer geschrieben und zu der Zeit war ich schon einmal mit Lucky in Brasilien, habe schon einmal dieses Ambiente, diese Atmosphäre, lateinamerikanische Atmosphäre genossen und das
ja, was voll mein Ding, ne? Ich stand schon immer so auf Latinas und habe gesagt, okay, das ist voll mein Ding. Sie hat mich eingeladen, sie in Kolumbien zu besuchen. Sie hat zu der Zeit in Bucaramanga, eine Stadt mit 500.000 Einwohnern, dort hat sie studiert, Jura studiert und sie sagte, besuch mich hier. Ich habe sie besucht, wir haben uns verliebt. Ja? Und mir war dann schon im Hinterkopf, also erste Motivation nach Kolumbien zu fliegen war auf jeden Fall Rosanna, also meine erste kolumbianische Freundin. Aber ich habe ja zu der Zeit schon gehasselt und ich wusste das Zeug, was kommt ja von da drüben. Ja? Und wenn ich dann schon da bin, so, dann kann ich ja mal gucken, ob ich eine Connection machen kann. So völlig naiv, so einer auf Boston, George, ne, wie im Blow, fliegt nach Kolumbien, lernt einfach mal kurz so ein Pablo Escobar kennen. So. Ja, bin dann darüber und habe wirklich Leute kennengelernt, also Männer kennengelernt, die tief verwurzelt waren in kartellähnlichen Strukturen, also in paramilitärischen Strukturen. Und genau, das hast du mal erklärt gehabt. So, kannst du das nochmal erzählen, dass du sagst, okay, du hast jemanden angesprochen, der hat dir was gemacht und du sagst, okay, kannst du mich zu deinem Boss bringen? Genau. Also, ich kannte gar keinen, auch Rosanna kannte niemand. Sie wusste ja, was ich da, dass ich da eine Connection machen wollte. So, und auf ihrer Uni war so ein Typ, der hat immer so ein bisschen grammweise vertickt und den habe ich dann einfach gefragt, weißt du nicht jemanden, kannst du mich nicht mit deinem Boss connecten? So. Und dann sagt er, ja, kein Problem. Dann habe ich seinen Boss, habe ich in einem Centro Comercial, also in so einem Einkaufszentrum, haben wir uns getroffen. Und ich habe ihm dann erzählt, was ich vorhatte, weil ich habe zu der Zeit schon in Deutschland und auch in umliegenden Ländern mit Leuten zusammengearbeitet, die wirklich schon ja, sehr, sehr krass sind und große Geschäfte machen so und wir hatten dann eine Möglichkeit, wirklich ein großes Ding durchzuziehen und das habe ich denen dann erzählt und der guckte mich die ganze Zeit nur so an und sagte, okay, ich bin nicht der Richtige, du musst mit meinem Boss sprechen. Und er sagte, das ist aber nicht so einfach, du kannst jetzt nicht dich einfach, gib mir mal deine Nummer und wenn er Bock drauf hat, ruft er euch an. Ich mir denke, waren die noch nicht skeptisch? Wenn du dann dahin gehst als europäisch aussehend, also hör mal zu, könnt ihr mir nicht da kiloweise was klären. Ja. So war das nicht so eine Skepsis, dass einer gesagt hat, Digga, das ist doch einer, will uns stinken. Ja, also deswegen konnte ich auch nicht gleich diesen Boss kennenlernen. Deswegen hat er auch erstmal gesagt, er guckt, ob er darauf Bock hat und dann meldet er sich und er hat sich gemeldet. Ja. Und uns wurde dann gesagt, wir sollten in einem Park warten um 1 Uhr nachmittags. Und ja, dann war das wie im Film so. Ne? Dann sind zwei SUVs vorgefahren mit schwarzen Scheiben. Tür ging auf und sagte so, beide rein und wir fahren jetzt mal los. Und dann sind wir in Bucaramanga rumgefahren, sind ins Zentrum von Bucaramanga vor so einem Geigenladen, sind wir angehalten, sind in den Geigenladen rein, dort gleich Treppe runter in den Keller, da standen dann so zwei Stühle und dann hat er sich hingesetzt und ich habe mich hingesetzt und dann sagte er, okay, erzähl mal. Ja. Dann habe ich erstmal erzählt, so mit Händen und Füßen, Rosanna hat übersetzt und hat die ganze Zeit nur so genickt und ja, und sagt dann so, okay, ich melde mich. Und 3 Tage später hat er sich gemeldet. Okay. Und sagte dann, packt eure Badesachen ein, zieht eure Klamotten an, wir fahren mal 3 Tage in unsere Finca nach San Gil, das ist so ein Abenteuerort, 1,5 Stunden von Bucaramanga in den Anden. Und da hat er mir seine Frau und seine Kinder gleich vorgestellt. Okay. Gab es irgendwie seinerseits Sicherheitsvorkehrungen? Wollte er irgendwie einen Ausweis haben? Hat er sich über dich erkundigt? Nee, hat er so nicht. Also in Kolumbien hätte er sich sowieso nicht über mich erkundigen können. Er hat mich aber abgecheckt. Wir waren 3 Tage dort in San Gil. Wir haben die ganze Zeit nur gesoffen. Er hat mich die ganze Zeit nur abgefüllt, als wir da mit seiner Familie waren. Und da hat er mich schon abgecheckt. Ja. Und hat halt gemerkt, so der Typ ist auf jeden Fall, also in Kolumbien, wenn jemand so aussieht wie ich, also Gringo, ja, dann hätten die eher Angst, dass das so DEA ist. Aber die sind ja auch nicht von gestern. Das meine ich, ja. Also die schicken ja jetzt auch keine Amerikaner mehr. So, die schicken dann selber irgendwelche Kolumbianer, die dann so mit denen arbeiten, weil so, das ist, das liegt ja dann schon auf der Hand, das wäre zu einfach. Er hat mich abgecheckt, er hat gemerkt, so der Typ ist auf jeden Fall einer so von uns und dann bin ich irgendwie 2-3 Wochen später nach Hause und für mich war klar, ich will wieder zurück nach Kolumbien. Ich hatte mich ja auch verliebt in Rosanna und er wollte anfangen, mit uns zu arbeiten und ich bin kurze Zeit später dann wieder nach Kolumbien geflogen
Und ja, dann ging es los, dass wir erste Sachen koordiniert haben. Ja. Mhm. Krass, ey. Und wie gesagt, so die meisten, also man braucht ja nicht offen darüber sprechen, die meisten wissen, was da abgelaufen ist. Wir können jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, um ihn da auch nicht zu belasten. Du wirst letztendlich auch über den Fall sprechen, wie du verhaftet wurde, aber jetzt von der Geschichte nicht. Okay, dann heißt, ihr habt angefangen, gemeinsam zu arbeiten. Das lief dann halt gut auch immer. Ja, also nicht so, wie man es wollte, so, aber doch, das eine oder andere hat geklappt. Mhm. Ja. Was meinst du mit nicht so, wie man es wollte? Ja, man hatte natürlich viel größere Pläne. Und aber das eine oder andere hat geklappt und man hat dann doch etwas mehr Geld verdient, als man das sonst gemacht hatte in Deutschland. So. Mhm. Ne? Also auch mit einem Schlag mal so ein richtig dickes Ding ausgecashed. Mhm. Und ja, so ging es dann weiter. Wir waren auch eine Zeit lang in Ecuador, haben da unser Ding gemacht. Da habe ich halt fast gar keinen Kontakt auch mit meiner Freundin gehabt, habe viele andere Frauen gehabt und bin dann wieder zurück zu ihr und war dann so 2 Monate bei ihr und in der Zeit ist sie schwanger geworden von mir. Mhm. Und weil sie im 4. Semester war, Jura, kommt aus einer guten Familie, alle 4 Brüder sind, älteren Brüder sind alle Mediziner so, und sie hat jetzt so ein Banditen als Freund, wo sie wusste, okay, entweder der landet im Knast oder unter der Grasnarbe so. Mhm. Und der hat sowieso 1000 andere Frauen. Ja, hat sie abgetrieben. Okay. Ich habe auf jeden Fall schon einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen im Himmel. Was, wie ging es dir denn mit der gesamten Situation? Also hat sie das irgendwie auch befürwortet mit einer Zeit? Weil sie hat auch den Kontakt so halt übersetzt für euch. Ja, also sie war auch sehr naiv. Sie war über beide Ohren verliebt in mich, hat das alles so auch wahrscheinlich für mich gemacht, hat aber nie was mit den Sachen zu tun gehabt und ich habe sie auch nie damit reingezogen. Mhm. So, ne? Ja, aber dieser Moment, als sie abgetrieben hat, so, das hat alles kaputt gemacht. So, das war wie so ein Cut. Ich konnte sie nicht mal mehr in den Arm nehmen und ich bin dann nach Deutschland geflogen, so, und war dann kurz irgendwie 1-2 Monate in Flensburg und bin dann wieder zurück nach Kolumbien geflogen, aber nie wieder nach Bucaramanga, sondern direkt nach Medellin. Okay. Weil mir wurde gesagt, so die hübschesten Frauen in Kolumbien, und Kolumbien hat sehr viele hübsche Frauen, die hübschesten Frauen wohnen aber in Medellin oder leben in Medellin. Und dann musste ich natürlich nach Medellin. Das war selbst der Leben in der Phase einfach an allen Zügen genossen. Und dachte, ich mache dick Geld und will jetzt einfach mal feiern. Genau, ich habe viel, zu der Zeit habe ich richtig viel Geld gehabt. Du hast auch einen Laden aufgemacht gehabt, ne? Genau, und war ich in Medellin angekommen, so wunderschöne Stadt, bin dort in der Zona Rosa, also in der Partymeile, da rumgelaufen und stand da so ein großes weißes Gebäude, ein Club frei, und dann stand da drauf Para Alquilar, also zum Vermieten, mich gleich angerufen und dachte mir, okay, Medellin ist meine City, hier bleibe ich. Und war sowieso meine Gedanken, wie mache ich jetzt dieses Geld, was ich habe, wie kriege ich das hin, dass das, ne, auch alles irgendwie so legal wird. In diesem Club kann ich ja dann mein Geld waschen. So. Mhm. Und habe dann, ja, ich glaube, die erste Club-Disco-Shisha-Lounge in Medellin aufgemacht. Mhm. Dubai Disco Bar Lounge hieß die. Ja. Blenden wir auch nachher auch direkt ein. Ja. Genau. Genau. Und ja, habe dann ein Leben gelebt, wie soll man sich das vorstellen? So, ne? Ich meine, in diesem Club hatte ich ein Aquarium mit einem Süßwasserhai und mit Kugelfisch drin, so ein riesen Aquarium im Eingang. Und war da gleich bei der Einweihungsparty von unserem Club. Also da wurde richtig Welle gemacht für diesen Club. Mhm. Die ganze High Society war da. Die ganzen Models, die ganzen Designer, auch große Fische, Fußballer, so, die dort zu der Zeit in der ersten Liga dort gespielt haben. Also große Welle gemacht. Aber das, was ich nicht wusste, ist, dass diese Party-Szene so funktioniert. Mhm. Also ich war ja noch einer von den ganz, ganz, ganz kleinen Fischen, der Madan Club aufgemacht hat, weil viele andere haben auch dieselbe Idee, aber die machen das auf einen viel größeren Stil. Das heißt, in Medellin kommen Clubs wie Pilze aus dem Boden gesprossen und die sind einfach heftig. Die sind also heftigste Clubs mit allen möglichen Sachen drin. Und diese Party-Szene, die läuft immer von einem Club zum anderen. Also erstmal ist der in Mode und da sind dann alle Models eingeladen. Mhm. Und so waren ein halbes Jahr alle bei mir. Das lief ein halbes Jahr richtig gut. Und dann ging aber wirklich alles in die Grütze. Ja, da kommen wir auch gleich dazu. Wie gesagt, das war auch ein Leben mit sehr, sehr vielen Risiken. Das Interessante ist ja, ich hatte in Erinnerung gehabt, dass du den Club ja auch mit einem Partner zusammen gemacht hattest. Mhm. Anwalt war der auch oder irgendwie sowas in die Richtung. Er war ein renommierter Anwalt in Medellin, Mauricio Alzate. Und er hat die Eröffnungsfeier gar nicht erlebt. So. Ja.
Wir hatten einen Termin montags irgendwann um 8 Uhr und er war ein sehr, sehr pünktlicher Mann, was nicht normal ist für Kolumbianer so. Er war aber sehr, ein sehr pünktlicher Mann so und es war 8.30 Uhr, er war immer noch nicht da. Er hat in der Nähe vom Club hat er gelebt. Dann sind wir hochgefahren und ja, da wurde er gerade im Zigzag-Bag, also in so einem Plastikbag, wurde er rausgetragen. Wir waren so die Dritten am Tatort. Ein Freund von ihm hat ihn da gefunden gehabt. Er lag da schon 3 Tage tot. Die haben ihn mit 44 Messerstichen haben die ihn dort massakriert. Wie die Polizei sagte, weil wir waren natürlich auch im, wurden, mussten zu Aussagen und wurden ja, da im Verhör gewesen, weil wir halt eng mit ihm waren. Und die haben uns dann nachher gesagt, dass so wie es aussieht, war er irgendwie am Freitagabend in irgendeinem Club und hat da, ja, war besoffen, hat den falschen Leuten zu viel erzählt. Und am nächsten Tag sind die dann zu ihm nach Hause, sind auch. Du musst dir vorstellen, Kolumbien, wenn du in einer besseren Gegend wohnst, du kannst nicht einfach so in dieses, in diesen Gebäudekomplex reingehen. Da ist immer so ein Portero, also immer so ein Wachmann, der sitzt dann da und dann ruft er bei dir an und sagt so, hey, hier steht der und der an der Tür, darf der reinkommen. Ja. So. Und die durften also reinkommen, die kannten sich. Die sind reingekommen und ja, die ersten Stiche hat er in den Rücken bekommen. Es war alles so, es stand eine Tequila-Flasche, 3 Gläser. Und ja, die haben ihn dann da abgestochen und haben wohl viel Geld geklaut. Er hat zu viel erzählt. Er hat wahrscheinlich erzählt, dass er viel Geld da hatte. Er hat auch hier und da mal so seine Dinger gedreht. Das war nicht mal so ein Warnschuss für dich, ne? Dass du dachtest, Digga, das ist auch schon auf jeden Fall gefährlich, das Leben hier. Ich habe das natürlich schon mitbekommen, auch von den Sachen davor, so durch die Leute, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, dass das kein Spaß ist. So, ne? Aber da war es wirklich so ein Moment, so, wo er das live vor meinen Augen war. Ne? So, und ja, man hätte mich jetzt fragen können, warum bist du nicht einfach zurück nach Deutschland? So, ne? Ich glaube, ich war einfach viel zu tief drin, um auszusteigen. So. Und ich war so kurz davor, also das richtig, richtig dicke Geld zu machen, weil durch das viele Geld, was man schon gemacht hat und wir weitermachen wollten und es da auch wirklich gute Möglichkeiten gab und man war richtig gut vernetzt, auch hier, so, die Möglichkeiten waren, lagen auf der Hand. So, ne? Ja. Und wie würdest du ganz kurz das Verhältnis zwischen dir und diesem Anwalt beschreiben, der da ermordet wurde? War kein langes Verhältnis. Wir kannten uns ein paar Wochen. Ja. So, war jetzt nicht ein sehr enges, war ein geschäftliches Verhältnis. Ja. Okay, genau hier machen wir den ersten Cut. Okay, Leute, das war's auch schon mit dem ersten Teil. Nächste Woche geht's weiter, bleibt dran, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Euer Black Panther, abonniert den Kanal und supportet uns weiterhin.